Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alternate. Heute habe ich mal wieder was Neues für euch, etwas, was wir noch nicht vorgestellt haben, nämlich ein brandneues Headset, um genau zu sein, das HyperX Cloud Revolver S. Und ja, das haben die Kollegen uns zur Verfügung gestellt, damit wir das Ganze mal auspacken und auch mal auf die Ohren ein bisschen schönen Klang bekommen. Und mit dem Auspacken fange ich jetzt einfach schon mal an. Ich greife mal hier rüber zu dem altbekannten Cuttermesser und öffne mal diese wunderbare Geschichte hier. Grundsätzlich kann ich schon mal ein bisschen was zum Headset an sich erzählen. Also die Kollegen von HyperX haben hier einen virtuellen digitalen 7.1 Dolby Surround Sound untergebracht in diesem wunderbaren Stück. Ansonsten, schauen wir mal, hat das Ganze ein Stahlframe, das heißt, es ist sehr, sehr widerstandsfähig gegen alle möglichen Arten von Würfen, Stürzen und sonstigen Dingen, die man so einem Headset so antun kann. Werde ich vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen probieren, dass wir da mal ein bisschen ja, Kraft drauf auswirken oder wirken lassen. So. Erstmal, was mir schon auffällt, Kabel ist wunderbar gesleeved, also mit Stoff ummantelt. Bedeutet, da kann nicht so viel passieren hinsichtlich Kabelbrüchen. Also schon mal ein Pluspunkt hinsichtlich Langlebigkeit eines Headsets. Weil das ist ja ganz oft ein Problem. Headsets, die machen sehr, sehr viel mit in einer Gamer, in einem Gamer-Haushalt. Und deswegen ist es immer relativ gut, wenn die auch ja, stabil gebaut sind. So, Folie weg. So, dann schauen wir uns den. Also hier ist mal das Headset. Grundsätzlich fühlt es sich sehr, sehr wertig an, auf den ersten Blick zumindest. Wie gesagt, der komplette Rahmen, der hier drumherum ist, ist aus Stahl. Das spürt man auch ein bisschen. Also es liegt relativ schwer in der Hand. Also macht auf jeden Fall einen soliden Eindruck. Man kann das hier ordentlich biegen und knechten, wie man möchte. Ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. Grundsätzlich hier einmal zum Kabel gesagt, hier ist, wenn ich das richtig sehe, ein 4-Pin 3,5 Klinkenstecker. Das bedeutet, man kann das Ganze auch an einem Telefon oder MP3-Player verwenden. Die meisten Leute haben heutzutage Smartphones. Ich sage trotzdem immer noch MP3-Player für diejenigen, die vielleicht noch einen haben. So, gucken wir uns den weiteren Verpackungsinhalt an. Da haben wir zum einen mal Verpackungsmaterial und dann haben wir hier die USB-Soundkarte, denn das Ganze wird an den Rechner in der Regel mit USB angeschlossen. Und da ist eben auch die Surround-Soundkarte integriert. Einmal das Kabel lösen. Hier haben wir jetzt ein 2 Meter langes Kabel, wenn ich richtig informiert bin. An dem Headset selbst ist ein 1 Meter langes Kabel, das heißt, ihr kommt ungefähr auf 3 Meter Kabellänge, was denke ich, mehr als ausreichend ist, um das Ganze an euren Rechner oder was auch immer anzuschließen. Hier an der Steuerung haben wir einmal die Taste für Surround Sound und einmal für Mute-Button, um das Mikrofon zu muten. Ansonsten haben wir einen Lautstärkeregler für den Sound an sich und für das Mikrofon, was ich sehr, sehr angenehm finde. Also man kann das Mikrofon lauter und leiser stellen, wenn man das möchte. Also wenn man gerade im Rage-Modus in irgendwelchen Online-Spielen ist, dann stellt man vielleicht einfach ein bisschen leiser, damit die Freunde sich nicht so beschweren. Ja, ansonsten haben wir hier einen Clip, um das Ganze an der Kleidung zu befestigen. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Ich habe natürlich formschön wie immer ein Hemd an. Kann man sich hier ranklippen, sodass es nicht irgendwie durch die Gegend rum, in der Gegend rumfliegt und man schnell Zugriff auf die wichtigen Tasten hat. Ja, macht einen soliden Eindruck, legen wir mal zur Seite und dann gucken wir weiter, was wir hier noch, sonst noch so haben. Ah ja. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was das ist. Wir haben tatsächlich auch noch die Möglichkeit, auf die USB-Soundkarte, die mitgeliefert wird, zu verzichten und das Ganze über die normale 3,5er Klinke anzuschließen. Mit einem extra Kabel, finde ich sehr, sehr gut mitgedacht von HyperX. Einfach aus dem Grund, viele Gamer, die ja, Shooter spielen und viel darauf angewiesen sind, Steps zu hören, die haben meistens schon eine sehr, sehr gute Soundkarte in ihrem Rechner oder zumindest ist das zu empfehlen. Dementsprechend, man muss es nicht über USB anschließen, wenn man sowieso schon eine Soundkarte hat, die Performance liefert. Finde ich sehr, sehr gut. Auch das legen wir hier einfach mal zur Seite. Dann haben wir hier natürlich das Wichtigste, das zeige ich auch mal ganz kurz, am Headset an selbst.
nämlich das Mikrofon, ja, damit wir uns mit unseren Teammates auch verständigen können. Das Ganze wird hier einfach rangeklippt und ja, ist dann, kann man auch in Position biegen, wie man hier sieht. Also das ist komplett variabel. Und ich setze es jetzt einfach mal zum ersten Mal auf, weil ich denke, der Packungsinhalt ist soweit erledigt. Genau, weg damit. Ich setze es jetzt einfach mal auf und schauen wir mal, wie sich das so anfühlt. Okay, also erstmal ist der Eindruck von einer, was ich gerade gesagt habe, dass es in der Hand sehr schwer liegt, auf dem Kopf ganz anders. Es fühlt sich sehr, sehr leicht auf dem Kopf an. Was auf jeden Fall schon mal für Bequemlichkeit spricht. Normalerweise ist zu empfehlen, dass man ein Headset mal grundsätzlich eine Stunde oder zwei Stunden auf hat, um zu merken, okay, stört es mich an irgendeiner Stelle. Aber das hier liegt sehr schön auf den Ohren. Ohrumschließende Schalen um die Ohren. Das bedeutet, ihr bekommt nicht mehr so viel von Außengeräuschen um euch herum mit, sondern könnt euch komplett aufs Spiel konzentrieren. Das Headset oder vielmehr das Mikrofon in einer sehr angenehmen Position, um hier auch keine Ansagen an die Teammates irgendwo untergehen zu lassen. Ja, ich schließe das Ganze jetzt einfach mal an einen Rechner an, um mir den Sound anzuhören. Ich werde allerdings auf die USB-Soundkarte zurückgreifen, einfach mal um zu hören, was da so möglich ist. Und es sieht hier wieder aus wie Sau. So. Und ja, dann suche ich mir kurz mal ein bisschen Musik raus, damit wir da mal hören, was da so möglich ist. Und dann höre ich auch noch mal ein bisschen den Spielesound rein. Ich komme gleich zurück. Alter, das ist, ich habe gerade mal den Dolby Surround Sound aktiviert. Das ist fucking gut. Also das ist ein Riesenunterschied. Hier hat man auch noch Equalizer-Einstellungen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Was? Nicht so laut, du schreist. Achso, ich schreie? Ich übersteuere. Ah, ich versuche leiser zu sprechen. Okay. Also, man muss sagen, der Sound ist wirklich sehr, sehr klar. Gut definiert. Ich höre gerade Musik übrigens, falls man das nicht merkt. Und wenn wir die Dolby Surround-Taste hier drücken, dann sind wir quasi in einem Konzertsaal. Es ist perfekt. Ja. Also ich höre noch ein paar andere Songs jetzt, aber ich muss sagen, Musik, Bombe. Ja, also grundsätzlich ist das ein sehr, sehr solides Headset, was wir hier vorfinden, mit einem sehr, sehr klaren Klangbild und auch ordentlich Bums dahinter. Also man hat es vielleicht gehört, als ich es abgenommen habe, ihr habt das auch ordentlich mitbekommen. Dementsprechend kurz noch ein bisschen über die nackten Zahlen. Das Ding kostet 169,90 Euro aktuell bei uns im Store. Und ihr kennt das, es gibt zwei Stück davon zu gewinnen. Einmal dieses Exemplar, ich hoffe, das macht euch nichts aus, aber ich denke, ihr kommt damit klar, dass ich das mal auf hatte. Und noch ein brandneues Exemplar. Was ihr dafür machen müsst, wie immer unten in die YouTube-Kommentare schreiben, was euch besonders an dem Headset gefällt beispielsweise. Und dann heißt es nur ein bisschen Glück haben und schon habt ihr ein neues, wunderbares, tolles Gaming und auch ja, Hi-Fi-Headset im Endeffekt. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.